Hallo, wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Moin. Kurz vorm Wochenende, wir haben wieder ein paar neue Produkte für euch. Ihr seht hier schon im Bild die Ticketstanzen. Große Ticketstanzen. Finde ich ganz cool. Ich mag die Ticketstanzen, ja, weil ich finde, die kannst du überall so mit einer, wie nennt man das, so ein... Zange? Nee. Was? Heftklammer. Ja, Heftklammer festmachen. Tacker. Tacker, danke. Hallo. Jessica. Und die Antje ist jetzt auch dabei. Hallo. Ja, also kennt ihr ja schon, wir haben ja einige Tickets, aber die sind jetzt ziemlich groß, wo man auch gut was drauf schreiben und auch stempeln kann. Zum Beispiel mit unseren neuen zeigen wir euch nachher nochmal. Ja, da war ich wieder schneller als ich. Dann haben wir hier diese Gesichter und die passen zu einem Stempelset, was wir schon drin haben, und zwar den Superhero. Und da kann man dann quasi das erhöhen. Ich finde die mega. Den Bart 3D machen. Richtig, ja. Ja, den Bart 3D machen oder die Melone. Oder Schirm. Oder Melone. Die Melone. Also den Hut. Also das sind die passenden Stanzen dazu. Mhm. Finde ich eine tolle Idee. Wobei, das hier ist ein anderer Hut, aber ich glaube, dann könnte man den einfach drüber machen. Dann hätte er auch einen anderen Hut. Oder, ja. Oder man guckt... Lässt es einfach. Genau. Ja. Man also da ist mehrere Möglichkeiten. Probiert einfach mal, ne? Ja. Du kannst nicht immer 17 sein. Das ist ja geil. Hast du es jetzt erst gesehen? Ja, das war so ein Stempelset, was bei mir irgendwie total vorbeigegangen ist. Nee. Echt? Ich finde die Sprüche toll. Total ja, toll. Für Männer, ne? Mhm. Allgemein, aber ich finde das auch so. Ja, toll. Ich find das gut. Ich brauche ja immer ein bisschen länger ja, bei manchen ja, Sachen. Ja. Dann haben wir einen neuen Prägefolder und der quasi hier innen nicht prägt, nur das Äußere. Und das sieht wirklich sehr schön aus, finde ich. Also ich finde das richtig, richtig schön. Ich mag den Leiden. Und da haben wir auch noch, sie hat hier noch Einladung zur Hochzeit. Da gibt es ein neues Stempelset. Das wäre dieses hier von Papier und Passion. Und große Ticket, tolle Zeit. Und das ist nämlich jetzt, glaube ich, ganz cool. Nee. Passen die da nicht rauf? Natürlich passt da Party ja, aber drauf. Eigentlich, glaube ich, sind die für die ganz großen Stand, also für die ganz großen Tickets, die wir haben. Gut, aber Party passt drauf. Ja, Party ja, für dich, Party passt ja, drauf. Du kannst es dann ja auch versetzt aufkleben und also... Ach so. Du, das ganze Wort muss ja auch nicht raufpassen. Genau. Ihr verarscht mich hier gerade, oder? Nein. Doch ein bisschen Nein, schon. Nein, würde ich niemals sagen. Ich würde es ausprobieren. Bei mir das passt das. Verarschen bei oder dir? Das? Das war nur ihr mal eine Frage. Mich, oder? Nein. Jetzt sag mal ehrlich. Nein. Okay, wir machen mal weiter. Also ist jedenfalls ein toller Prägefolder und auch ein tolles Stempelset. Ich finde Gutschein und Einladung richtig schön groß und auch eine ganz tolle Schrift. Die Schrift, ich finde die Schrift. Aber ich mag auch die Schrift. Die magst ja, du auch nicht, ja, ne? Also mhm, auch diese gesagt, klare, die klare Schrift, ne? Mhm. Doch. Also und hier Wellness-Wochenende. Willst du mit uns machen? Ich dachte, ihr ladet mich ein. Nachdem so, ihr jetzt hier mich so verarscht habt, ist das eigentlich als Wiedergutmachung gerade so das Richtige. Also Wellness-Wochenende ist hier unten. Ganz toller Stempel. Also den finde ich gut. Der ist mir auch aufgefallen. Wow. Dann haben wir wieder Lichterbotschaften Geburtstag. Ja, richtig gut. Ja, finde ich auch. Das finde ich... Bei denen finde ich immer toll, die passen ja an die Teelichter. Also hier sieht es so aus, als wenn das, na doch, könnten die kleinen, ja, weiß ich nicht. Könnte ich knapp werden. Also ich glaube, das passt. Das passt. Das passt ja, das glaube ich auch. Und was ich so toll finde, dieses Happy Birthday zum Beispiel, kannst du auch auf eine Karte nehmen, so wie du das hier gemacht hast. Das ist das Happy Birthday. Also du musst nicht nur Teelichter damit machen, sondern du kannst auch anderes. Die schubt sich auch, ne? Ja, die finde ich auch schön. Ja, genau. Ja. Oder hier so eine Lichtertüte, wo die Herzen vom letzten Mal ausgestanden waren und dann ein Geburtstagslicht für dich. Also ich finde, die ganzen Lichterstempel finde ich... Ich auch. Die sind Botschaften. Schön. Die sind ja, echt schön, also ich oder? Ich finde sie einfach so vielseitig. Ja. Ne? Das ist einfach halt echt cool. Und das finde ich auch schön. Ein ganz tolles Set. Ja. Dann haben wir... Danke.
Von Treebird, von Sandra. Treebird, genau. Ein Bären und der ist auch für eine Einladung ganz cool, oder? Ja, Geburtstag-Einladung. Jetzt erstmal ein Aperol. Aperol. Cool, ne? Oh, geil. Meine Schwester trinkt so gerne Aperol. Das mache ich immer fertig. Aber mit einer Flasche dabei. Auf ein Glas, ne? Mache ich ihr das. So. Ja. Oh, cool. Ja, auf die Liebe, auf das Leben. Ach, egal. Ich würde ach, egal. Ne? Und gestempelt und angemalt sieht das dann so aus. Ja. Ja. Der sieht auch schon richtig aus, als wenn er nicht den ersten hat, oder? Nee, der sieht schon ein bisschen angedüselt aus. Das mache ich für meine Schwester. Die cool, Freude. Ne? Ich find, ja. Als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, cool. Okay, dann haben wir nochmal Ticketstempel Jahreszeiten. Das finde ich auch richtig toll. Ja. Für ein Glas. Frühlingserwachen, mhm. Sommerzeit, Herbstzauber, Winterzeit. Und für ein Glas, glaube ja. ich auch. Ja. Hatte Marion doch mal irgendwann auch mit diesem großen Freude. Ja, ja, genau, genau. Ich glaube, das kann ich mir auch gut vorstellen. Habe ich jetzt auch überall stehen. Hyazinthen, Narzissen. Aber auf dem Glas ist das nicht zu schmal und zu lang. Die anderen, die waren ja eher ach, die waren breiter ja. und kürzer, ne? Aber, Sommer, ja, aber wenn du Sommer. So eine Glasschale hast oder so, aber das ist mhm. das Erste, was mir dazu eingefallen ist. Also ich sehe da Lesezeichen total drin. Lange Lesezeichen. So im Winter, weißt du so. Winterzeit und dann ja. Lesezeichen finde ich. Oder man kann es ja auch hier durchtrennen und dann untereinander. Kannst du. Ne? Mhm. Kleben. Oh. Wenn du ja. jetzt nicht so, so ein großes Glas ah, hast. Ja, genau. Sommer so. Und dann Zeit. Herbst, ja. Oh Mensch, ich brauche aber ja die sind unterschiedlich mehr. Groß. Ne? Das heißt, du müsstest sie vielleicht versetzen. Sommer ja. und dann dass die Zeit von. Oder den Zauber dann ein bisschen da unter versetzen schreiben. Ja. Ja. Ja, auch schön. Ja. Also da wäre ich mal gespannt. Vielleicht ja, postet da mal jemand aus. Was Schönes. Ja, bestimmt. Ne? Und dann. Also als Karte geht es auf alle Fälle. Richtig schön. Ne? Ne? Das ist embossed und dann das mit Papier. Den. Sag mal, Colerio. Colerio. Ich krieg's ich nicht auch. Hin. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich krieg das auch nicht gebacken. Also jedenfalls ist es damit ausgemalt. Und als Karte kann man es schon mal ganz toll nehmen. Aber ich glaube auch hier, hallo Herbst, hallo Winter, hallo Sommer. Die finde ich auch so cool. Die sind auch süß. Mhm. Schön. Auch die kleinen Blätter, die da drin sind. Mhm. Ja, und die Schrift wieder, ne? Dieses uneben, also nicht so astrein, ne? Ja. So ein bisschen. Ja, finde ich auch. Tolles Stempelset. Aber ich überlege noch mal, wo ich das rauf babse. Babsen? Ja. Dann haben wir ein Stempelset, Teelichterbotschaften, Zahlen zum Kindergeburtstag. Ja, das finde ich auch richtig toll. Das ist richtig toll und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich weiß auch nicht. Die sind sehr filigran, die ja. Zahlen. Und da ist mit dem Stempeln, glaube ich, also du hast es hier drauf, ja. die vier. Und das sieht mega ja, aus. So, jetzt schön. Erklär bitte, wie du das gemacht ich hast. Ich habe gestempelt. Ja, womit? Mit Versa Magic. Und eigentlich sind diese Kreidefarbe, die wir doch haben, das sind doch die diese kleinen. Hast du nur den ausprobiert oder die anderen ich auch? Ich habe die anderen auch ausprobiert. Und ja. das, weil das ist auch so schön vollflächig geworden. Aber ich mag sind das wie so. Ich finde die sind wir so gerade bei solchen Negativstempeln eigentlich sehr cool, weil die wirklich gute Action. Abdrücke machen. Mhm. Welcher war das? Versa Magic. Versa Magic. Das magst du mal eben einen ja, holen? Dann können wir eben in der Zeit. Carmen hat nämlich embossed. Ach, schön. Ja, und hat dann wieder ihre Schachtel. Oh, und, oh nein. Und dann mit Magnet so. Bapp. Cool, ne? Oh. Für das Geburtstagskind war bestimmt wieder hier auf dem Stempel mit drauf. Ich schau noch mal, ob das da mit drauf war. Nee. Naja. Oh. Aber Jessica hat mal eben. Die sind das. Okay. Ja. Also mit dem kriegst du das so gut hin. Ja. Also du kannst es auch mit den anderen nehmen. Also mit Versa Fein ging es auch. Und machst du das mit der Stempelhilfe oder nein. machst du das? Du machst es mit dem Acrylblock? Ich leg den Stempel quasi halt hin auf den Acrylblock und dann tupfe ich das von oben rauf. Also sonst gehst du da mit dem Stempel eigentlich halt so rein. Ja. Und ich nehme aber das Kissen und tupfe es auf dem Stempel. Und so kann ich besser so den Druck und den
die Farbe verteilen. Ah, okay. Ja gut, dann siehst du auch, wo du schon was gemacht hast. Ja. Ne? Weil ich finde die total toll. Ich finde die super großartig, weil die auch so wunderschön fein sind und auch so mit den Ballons und hier mit den Fähnchen oder hier mit der Torte, wo noch so Kerzen drauf sind. Ich nehme das mal mit und probiere das mal. Ja, kannst du gerne mal. Also wie gesagt, ich hatte bei der 10, bei der 6 und bei der 3, da hatte ich leichte Probleme, weil da musst du echt gucken, welches Stempelset du benutzt, also so bei meinem Empfinden, weil gerade der Rand hier sehr filigran ist, da die weißen Punkte überall im Hintergrund und da diese Bänder. Ja. Ich habe heute Morgen mit Anja geschrieben und die hat das auch ausprobiert, gerade mit den Zahlen, weil ich mir unsicher war, mal habe ich es hinbekommen, mal habe ich es nicht hinbekommen. Mhm. Und die hat das aber auch super hingekriegt. Ah, okay. Also weil ich finde die total schön, oder? Die sind so wunderschön. Und du hast ja auch eine tolle Karte gemacht. Da hast du noch von uns, die haben wir auch. Das Laura bei Laura ist das. Das ist so ein Babyset, ne? Ja. Ist vielleicht auch nochmal ganz nett, dass man sieht, guck mal, die sind hier alle und das ist hier die Dings. Und die Sprenkel, wo hast du die mitgemacht? Die habe ich mit Coliro quasi gemacht, also hier mit so einem Kasten. Da sind die Farben drin. Einmal der hier und einmal der daneben. Sieht gut aus, passen super dazu, finde ich. Ja. Weil meistens die Coliro, die einzeln gekauft werden, die sind ja glänzend und das sind matte Farben. Ah, und dann verschwinden die eher, finde ich, im Hintergrund als dieses Glitzernde. Ich fand, das passt besser dazu. Ja. Die sind matt, die glitzern nicht die so. Die sind matt, ja. Guck mal, was wir hier heute wieder gelernt haben, ey. Sind halt auch nicht billig, aber ich finde sie mega toll. Aber da hast du ja einige drinne dann auch. Ja. Ne? Also das ist ja nicht, dass du nur eine hast, sondern 12 Farben. 12 Farben. Ja, du kommst da lange mit halt hin. Aber es gibt auch viele, die damit malen. Also wirklich halt richtig schön mit malen können. Kalligrafie. Also, wieder wunderschöne Sachen, finde ich. Und wir hoffen, ihr findet irgendwas. Bestimmt. Ja, also denke ich auch. Ich habe gefunden. Ja, und ich habe gesehen, wie toll das aussieht. Ja, finde ich richtig schön. Okay, dann sehen wir uns nächste Woche. Und bis wünschen dann euch ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Tschüss.